Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben User, meine liebe Community, liebe YouTube-Zuschauer. Ich mache da nochmal eine kleine Vorstellung von mir und erzähle auch ein bisschen was zu meiner Auswanderung, zu meiner Gesundheit und zu den Hintergründen. Ihr seht, mein T-Shirt, Thorsten Alanianer. Auch das ist mein YouTube-Name, mein Kanalname. Da leben, wo andere Urlaub machen, ist das Motto. Ja, jetzt kommen wir dazu. Warum? Ich setze mich mal hin, damit es sich so rumeiert. Warum das Ganze? Warum auswandern? Es war so, dass ich in Deutschland wirklich verdammt viele Probleme hatte. Gesundheitlich, privat. Und ja, mich hatten einige Abonnenten halt gefragt, was ist der Grund für dich, warum du auswanderst und tut dir die Türkei wirklich so gut? Ich fange mal ein bisschen an, das Video könnte für ein paar Minuten länger werden. Ja. Ich koche noch nebenbei gerade noch einen Kaffee. Das waren ja auch einige Fragen, kann man denn das Wasser aus der Leitung nehmen zum Kochen oder sonst was? Ja Leute, könnt ihr. Es ist nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren mal war, dass praktisch nur noch pure Chemie oder Chlor aus der Leitung kommt. Das Wasser ist mittlerweile relativ gut, hat jetzt allerdings nicht so die Trinkwasserqualität wie in Deutschland. Aber es ist nicht schlimm, also man kann es wirklich zum Kaffeekochen nehmen oder eben Eiswürfel machen. Ja, aber so die Trinkwasserqualität wie in Deutschland hat eben noch nicht. Aber ich nehme es trotzdem zum Kochen. Und wie gesagt, jetzt auch zum Kaffee kochen und so weiter und zum Kartoffeln, Reis. Also ihr könnt da wirklich das Wasser gut für nutzen. So, das nächste Problem war, ich hatte in Deutschland, oder habe es eigentlich immer noch, dass ich relativ depressiv war. Ich war deswegen auch in mehreren Kliniken nach meinen Langzeittherapien, nachdem ich das eine Thema dort aufgearbeitet habe. Viele wissen, ich war Alkoholiker und kokainabhängig. Und ich weiß nicht, was er da war, vielleicht die Sucht, vielleicht die Depression. Auf jeden Fall war es so, dass ich in verdammt tiefe Löcher in Deutschland gefallen bin. Ja, habe das eine Thema aufgearbeitet. Also wie gesagt, die Sucht, habe das aufgearbeitet durch Langzeittherapien, durch Entgiftungen und so weiter und so fort. Bin dann, nachdem ich gemerkt habe, mir geht es psychisch eigentlich nicht so gut, weil dieser Druck in Deutschland mich nie in Ruhe gelassen hat, egal von welcher Seite. Ja, ich war zweimal in Kliniken, wo ich mich habe untersuchen und behandeln lassen, aufgrund dieser Depression. Ich wurde dort neu eingestellt mit Antidepressiva. Und ja, in der Zeit, wo ich dann immer krankgeschrieben war, ging es mir relativ gut. Es ging mir sehr gut. Dann ging es wieder los mit Arbeiten. Ich hatte ja wieder Eingliederung gehabt damals und so weiter und so fort. Und habe da eigentlich während der Wiedereingliederung schon festgestellt, dass mich die Arbeit zu dem macht, was ich bin und was ich war. Ich möchte jetzt nicht schimpfen über meinen Arbeitgeber, über meine Kollegen oder sonst was, sondern einfach nur, das war für mich persönlich die höchste Belastungsgrenze, die ich haben konnte. Ja. Täglicher Stress, immer schnell, schnell, volle Pulle. Ja, ich bin natürlich des Öfteren krank gewesen auf Psyche, auf dies, das, jenes. Es gab verschiedene Sachen. Ich habe übrigens auch COPD, so wie eine Abonnentin gefragt hatte. Es ist leider so, ich habe rauche seit 31, jetzt knapp 32 Jahren und rauche oder habe geraucht. Jetzt dampfe ich mal zwischendurch rauche, also ist so eine Kombi. Und ja, COPD, Osteoporose. Ja, also wie gesagt, meine Wirbelsäule ist kaputt. Dann habe ich Polyneuropathie durch Saufen eben. Ja, also es sind ganz, ganz, ganz viele Sachen. Das Wichtigste war aber bis jetzt die Psyche. Und als ich gemerkt hatte, dass ich, wenn ich hier in der Türkei bin, mir es einfach viel besser geht, habe ich damals den Entschluss gefasst, okay, du wirst irgendwann auswandern. Auswandern wollte ich eigentlich zur Rente,
Gut, dann kam eben mein Arbeitgeber damals und sagte: Pass auf, das geht nicht mehr so weiter mit uns beiden hier. Können wir uns irgendwie trennen? Können wir uns gütlich einigen? Ich wollte natürlich erst nicht, weil ja, die Arbeit da das Wichtigste in Deutschland natürlich, das Allerwichtigste. Zwinker-Smiley. Ja, und ich habe gesagt: Nein, Leute, ich versuche es noch weiter. Ich will es schaffen, ich beiß mich hier durch. Okay, irgendwann. Ich habe seit meinem 15., 16. Lebensjahr extremst Sodbrennen. Ja, ist es jetzt halt so schlimm geworden, dass ich ein Barrett-Syndrom habe. Speiseröhre, ihr könnt es gerne googeln. Barrett. Und ja, war dann bei der Magenspiegelung und die haben festgestellt, das Ding ist etwas gewachsen. Also, und daraufhin habe ich gesagt: Gut, bevor du jetzt bald Speiseröhrenkrebs kriegst, gehst du ins Krankenhaus und lässt das operieren. Ich war darauf krankgeschrieben von meinem Arzt, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Ich konnte auch nachts nicht mehr pennen. Weil wenn ihr ständig diese Magensäure habt, die mir ist sie aus dem Hals gelaufen nachts. Also ich konnte nichts machen. Da haben auch keine Medikamente mehr geholfen. Kein Omeprazol, Pantoprazol, kein Bullrichsalz, keine Milch. Ich habe was andere da vorschlagen, ja. Oder hier Backpulver, Natron, keine Ahnung da. Es hat nichts mehr geholfen. Das heißt, der Verschluss hier unten war kaputt vom Magen zur Speiseröhre. Der war total ausgeleiert, weil ich einen Zwerchfellbruch dazu hatte. Und da ging gar nichts mehr. Das heißt, auch die Essensreste, so wie ich es gegessen habe, so, ich konnte sie nachts wieder raushusten. Also genau so, wie ich es runtergeschluckt habe, kam sie wieder raus teilweise. Ja, daraufhin habe ich mich dann ins Krankenhaus begeben, habe mich nochmal untersuchen lassen, nochmal eine Dings machen lassen, sag schon, eine Magenspiegelung. Ja, und daraufhin hieß es dann: Nein, wir müssen operieren. Okay, ich habe mich dann zu dieser OP entschlossen und genau in diesem Zeitraum, als ich gesagt habe, ich mache das, kam dann eben das Angebot meiner alten Firma: Es geht nicht mehr. Wir müssen sie loswerden, sie sind zu teuer, sie sind zu viel krank. Okay, ich konnte es zu dem Zeitpunkt ja auch verstehen. Und das Abfindungsangebot war mir zu niedrig. Eine Woche später haben sie es dann erhöht auf das Angebot, was ich eigentlich gesagt habe: Ab da gehe ich. Ja, dann bin ich gegangen, habe unterschrieben, war natürlich noch weiter krankgeschrieben. So, jetzt bin ich hier in der Türkei. Hab mir, wie gesagt, hier mehrere Wohnungen angeguckt. Und Leute, ich muss wirklich sagen, und dazu stehe ich: Ab dem Zeitpunkt, wenn ich hier nach Alanya reinkomme, geht es mir besser. Ich kann hier wirklich alles hinter mir lassen. Mein Leben, meine schlechten Gedanken, alles das, was mit Deutschland zu tun hat, irgendwie. Ich habe Deutschland viel zu verdanken, um Gottes Willen. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe Deutschland viel zu verdanken. Und ich bin auch froh, dort gelebt zu haben. Ja, weil, wenn man die Vor- und Nachteile sieht, Deutschland hat ein geiles Sozialsystem. Das muss man halt sagen. Deutschland hat das geilere Sozialsystem. Kannst jederzeit zum Arzt gehen. Kannst jederzeit Arbeitslosengeld beantragen. Was ich jetzt allerdings auch muss, weil meine 78 Wochen Krankengeld sind durch die letzten 3 Jahre Krankheiten voll. Ich muss dann nochmal zur Krankenkasse fragen, warum. Weil da teilweise Sachen mit reingerechnet worden sind, die überhaupt nicht. Ne? Man darf 78 Wochen, glaube ich, auf eine Sache krank sein. Die haben jetzt alles zusammengerechnet von den letzten 3 Jahren. Okay, also muss ich das nochmal abklären. Das passt da nicht. Aber um auf das Thema zurückzukommen, weil ich ja gefragt wurde: Wie steht es um deine Psyche? Ist das wirklich viel besser? Ja, klar, Leute. Natürlich. Ich möchte jetzt noch nicht rausfilmen, obwohl ich es eigentlich könnte. Sag Blödsinn. Wer will mir hier? Ne? Aber ist egal. Warte, ich gucke hier raus und sehe hier die Berge. In die andere Richtung sehe ich das Meer. Ich sehe hier nette Leute. Ich habe hier leckeres Essen. Und alleine dadurch, dass ich nicht mehr arbeiten muss oder mir diesen Stress antun muss, mit Frühschicht, Spätschicht, ja, vielleicht Nachtschicht. Und ich war ja, die letzten Jahre war ich ja immer nur Einschicht. Also ich hatte dann erstmal Dauerfrühschicht machen müssen, um unter Kontrolle zu bleiben. Klar, dann bin ich irgendwann wieder in 2 Schichten gegangen. Aber dieses ewige schnell, schnell ist für mich persönlich wirklich der Todesstoß gewesen. Ja, man merkt natürlich Spätschicht. Ich habe mal gerne Spätschicht gemacht, weil ich ein Mensch bin, der gerne lange schläft. Ist so. Ich habe auch gerne meine Arbeit gemacht. Das Problem ist halt nur Spätschicht. Du fängst um 14 Uhr an, das heißt, du musst spätestens 12:30 Uhr Mittagessen. Ja, um 13 Uhr fängst du dann an, deine Klamotten zu packen und fährst dann zur Arbeit. Und bist dann um 22:30 Uhr zu Hause. Es ist dunkel, du siehst keinen mehr. Also gehst du ins Bett. Nächsten Morgen um 10 stehst du auf, gehst vielleicht einkaufen, machst dies, das, jenes. Also das Leben war hinne. Wochenende, ich durfte ja nichts mehr machen. Ich musste aufpassen, mit welchen Leuten ich mich treffe.
Weil kein Alkohol, ich da auch gelegentlich getestet worden bin in der Arbeit. Der CDT-Wert wurde genommen durch Bluttests. Ich musste natürlich auch Drogentests machen, Urintests. Und ja, das hat mich unter Druck gesetzt. Mich hat das alles so dermaßen unter Druck gesetzt, weil man will keinen Fehler machen. Und wenn man weiß, man steht eh schon auf der Abschussliste. Und man könnte einen Fehler machen. Dann macht das unwahrscheinlich viel Druck, Leute. Richtig viel Druck. Und das hat mir so dermaßen wirklich meinen Kopf gepunkt, Punkt, 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 dass ich hier jetzt wirklich sagen muss, hier kann ich aufleben. Hier kann ich aufblühen. Und ich kann diesen ganzen Stress hinter mir lassen. Das ist für mich das Wichtigste. Wirklich das Allerwichtigste. Und ihr seht es vielleicht auch in meinen Videos. Es ist nicht gespielt, Leute. Es ist wirklich nicht gespielt, wenn ich in Deutschland bin und dort total down über irgendwas berichte oder ich komme hier oder ich bin hier in der Türkei, jetzt in meiner neuen Wohnung. Und es geht mir einfach viel besser. Und auch wenn ich mit den richtigen Leuten hier unterwegs bin, die mir gut tun, dann ist es natürlich so, dass man richtig aufblüht. Also ich bin hier wirklich, und das kann ich wirklich auch schwören, fühle ich mich hier sowas von sauwohl. Es geht mir hier sowas von gut. Meine Psyche erholt sich wirklich von Tag zu Tag. Ich merke, wie wieder Leben in meinen Körper kommt. Ich hatte euch ja auch von dem Problem erzählt, in meinem 500-Abonnenten-Special. Falls ihr wissen wollt, was ein Problem, guckt es euch an. Ja, selbst da tut sich langsam wieder was. Und ich bin einfach nur happy, hier so aufgenommen worden zu sein. Wirklich vielen Dank an alle, die mich hier kennen in Alanya mittlerweile. Ja, die mich anrufen, fragen, wie es mir geht, die hier vorbeikommen. Ja, und die mich unterstützt haben jetzt die letzte Woche, letzten 2 Wochen. Egal in welchen Belangen, Leute, ich bin euch wirklich unendlich dankbar. Und das zeigt mir wirklich, dass ich hier eigentlich richtig bin. Also ich kann meine Freude gar nicht so ausdrücken, eigentlich, wie ich es möchte. Ja, und diese Leute haben mir so viel Lebensqualität wiedergegeben und wiedergebracht, dass das Leben wieder Spaß macht. Wirklich, es macht mir wirklich Spaß. Und ich merke das hier, ich blühe hier auf. Das ist jetzt das sind keine hohlen Phrasen oder dummes Gerede oder sonst was. Ich blühe hier einfach wieder auf. Ja, natürlich muss ich leider wieder zurück nach Deutschland in 1,5 Wochen. Das ist leider so, weil ich ja, ne, ja, meine Wohnung verkaufen muss, mein Auto verkaufen muss, ich werde sämtliche Verträge kündigen. Wenn es jetzt nochmal wird, wenn ich da schon wieder dran denke, habe ich da schon wieder gar keinen Bock drauf. Aber es muss gemacht werden, um dann hier einen vernünftigen Start zu haben. Ja. Ja, Leute, das war es jetzt einmal so ein kleiner Einblick von mir. Also, wie gesagt, die Psyche, es erholt sich wirklich langsam. Ich nehme mir seit jetzt 3 Monaten, 2 Monaten, 8 Wochen, 8 Wochen, denke ich mal, keine Antidepressiva mehr. Ich brauche sie nicht. Weil hier jeden Tag Sonne, wie gesagt, die positiven Menschen, der Lebensspaß, die Lebensfreude. Ich hatte ja gesagt, dass hier Menschen, die selbst fast gar kein Geld zur Verfügung haben, immer noch ein Lächeln auf den Lippen haben. Ja, dieses Menschliche ist hier halt noch nicht so verloren gegangen wie in anderen Ländern. Und das finde ich toll. Den Respekt anderen gegenüber. Gut, auch wenn ich jetzt ein kleines Problem mit irgendwelchen Leuten hatte. Scheißegal. Das ist geklärt und fertig. Ja, ich gucke immer wieder raus, falls. Dann stellt sich das Ding, nein, stellt sich nicht an. Also, ist eigentlich auch egal, da hinten sieht man die Berge. Und das ist das Faszinierende hier. Alte Türkei, neue Türkei, Bauernhöfe, Berge, Wasser, Swimmingpools, glückliche Leute, niedrige Lebenshaltungskosten. Wenn man das alles zusammenrechnet, Leute, natürlich muss man hier auch ein bisschen was für sein Geld tun, ist klar. Ne? Ich werde demnächst auch, also wenn ich dann herkomme, ich werde noch 1 Jahr, 2 Jahre werde ich mich hier noch ausruhen, richtig. Aber in der Zwischenzeit werde ich natürlich auch versuchen, irgendwas zu finden. Jetzt nichts Körperliches, weil das geht einfach nicht mehr. Und ja, gut, das war jetzt erstmal so eine Viertelstunde, was ich euch erzählen wollte. Was eigentlich so meine Beweggründe waren, wie es mir hier geht. Wirklich, es geht mir wirklich besser. Auch wenn ich nur mit. Leider ein bisschen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Das ist auch das Schöne. Man kann schlafen, solange man will, und es guckt keiner. Und. Ja, es meckert keiner. Was, Pet, bis um 11, bis um 12, bis um 1, was ist da los? Du verpasst doch die Hälfte vom Tag noch und dafür gewinne ich die Hälfte der Nacht, sage ich mal so, ja.
Ja, das ist das Schöne hier, Leute. Hier kann man wirklich machen und tun, was man will, wenn man sich so ein bisschen an geltendes Recht hält. Ja, und man wird hier auch in Ruhe gelassen. Das habe ich in der Polizeikontrolle gestern gemerkt. Egal wo, egal was. Auch ja, trägst keine Maske. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe COPD, chronische Bronchitis und. Das habe ich hier bis jetzt noch gar nicht gehabt, weil die Luft so, gar nicht so kalt wird, dass ich überhaupt eine chronische Bronchitis kriegen könnte. Man muss halt nur mit dem Rauchen aufpassen, das stimmt. Deswegen will ich zusehen, dass ich hier, wenn man mich einer besuchen kommt, mir vielleicht ein bisschen Dampfzeugs mitbringt. Weil ich muss damit hier sparsam sein. Das ist das Problem, ja. Okay, Leute, das sind jetzt 15,5 Minuten, die ich euch ein bisschen was erzählt habe. Wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare. Ich werde sie gerne versuchen zu beantworten. Wenn was ist, in der Kanalinfo steht auch meine E-Mail-Adresse. Ich versuche dann dort zu antworten. Aber jetzt bin ich schon knapp bei knapp 700 Abonnenten, Leute. Und es wird langsam richtig Arbeit. Dort hatte ich auch alle Kommentare freizugeben, zu lesen. Aber es macht Spaß. Es macht mir wirklich Spaß. Denn daran sehe ich, dass ihr auch interessiert seid. Und wenn es Fragen zum Thema Auswandern gibt, ne, kein Thema. Nachher kommt noch ein schönes Video hier. Ich wurde gebeten, ein paar Wohnungen aufzunehmen. Ich habe immer gesagt, okay, mache ich gerne. Ich bin aber kein Makler und kein sonst was. Ich darf es eigentlich nicht. Das kündige ich hiermit schon mal an. Aber es ist halt nur so, falls Leute Interesse haben, ich stelle gerne die Kontakte her. Also ich verdiene daran nichts oder sonst was. Ich stelle einfach nur die Kontakte her. Und ihr müsst euch dann, ne, mit den Leuten, weil das sind Wohnungen, die irgendwie, ja, nie in YouTube landen oder, ne, wo die Makler nicht so die Reichweite haben, sage ich mal. Aber die sind halt hier in dem Gebäudekomplex mit drin und ich wurde gefragt vom Verwalter direkt, ob ich die nicht aufnehmen möchte. Und eventuell, ne, weil er hat nur gesehen, ich bin bei YouTube, YouTuber, und er hat meine Reichweite gesehen, die zwar, wie gesagt, mit 700 Abonnenten jetzt knapp noch nicht so groß ist, aber immerhin, es wird. Also, wenn ihr weiter Bock habt auf mich und wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like, einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Wie gesagt, alles kostenlos heute auch wieder. Und ja, Leute, Peace und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.